Du möchtest dich selbstständig machen, du überlegst, wie viel du verdienen wirst als Gründer, als Unternehmer. Nun, da werde ich dir heute zwei Beispiele mitbringen, wie du das ungefähr kalkulieren kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, das Unternehmen gewinnträchtig zu entwickeln oder schließlich auch zu verkaufen. Und alle haben natürlich die Frage, welche Preise nehme ich am Markt? Wie viel Geld kann ich verdienen? Und diese Frage werde ich heute mit dir gemeinsam beantworten. Als erstes Beispiel nehme ich den klassischen Fall eines Dienstleisters, der alleine sich selbstständig macht, vielleicht als Freiberufler. Und hier ist es ganz wichtig zu wissen, dass du zwar 168 Stunden in der Woche zur Verfügung hast, zum Leben, zum Schlafen, zum Einkaufen und auch zum Arbeiten, aber längst nicht alles kannst du in Honorarnoten umsetzen. Das bedeutet, dass du eingeladen bist, zunächst deine Arbeitszeit zu formulieren, dass du zum Beispiel 50 Stunden in der Woche arbeitest. Aber auch diese 50 Stunden kannst du als Gewerbetreibender, als Freiberufler nicht komplett verkaufen, sondern es gibt hier eine Quote, eine Aufteilung von Tätigkeiten, die du in Rechnung stellen kannst und von Tätigkeiten, die du nicht in Rechnung stellen kannst, Verwaltungsarbeiten. Und wenn du gut organisiert bist, dann schaffst du es auf eine fakturierbare Quote von 60%. Das bedeutet, von den 50 Stunden in der Woche kannst du, wenn du gut organisiert bist, maximal 60% auslasten. Das bedeutet, wenn du im Gesamtmonat 200 Stunden zur Verfügung hast, dann kannst du 60% davon nur auslasten. Das bedeutet, du hast nur 120 Stunden, die du verkaufen kannst. Und jetzt wird es interessant zu beobachten, zu analysieren, welche Kosten du hast, welche betrieblichen Kosten du hast, welche Steuern auf dich zukommen, welche Versicherungen, was du zum Leben brauchst. Und das wird ausgerechnet. Und wenn du beispielsweise betriebliche Kosten hast in der Höhe von 1.000 Euro, du hast private Kosten in der Höhe von 2.000 Euro, dann kommt vielleicht noch Versicherung rauf, 500 Euro und Steuern rauf, vielleicht noch 1.500 Euro. Dann hast du ja eine Gesamtsumme ausgerechnet, die in diesem Fall insgesamt 5.000 Euro betragen. Das ist dann das Geld, was du mindestens brauchst zum Überleben. Und wenn du jetzt herausfinden willst, was du mindestens in Rechnung stellen musst, was dein Mindeststundensatz ist, dann brauchst du nur die 5.000 Euro teilen durch die maximale Auslastung, durch die 120 Stunden fakturierbare Stunden. Das sind dann 41,66 Euro. Und das ist der Mindeststundensatz, mit dem du an den Markt herangehen solltest. Die Herausforderung ist aber natürlich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du gleich die gesamten 60% auslastest. Deshalb spricht man von einer Auslastungsquote. Und wenn du eine Auslastungsquote hast von vielleicht nur 50%, bedeutet das, dass du deinen Stundensatz verdoppeln müsstest auf 83 Euro, um alle Kosten decken zu können bei einer Auslastungsquote von 50%. Und mit diesen Werten kannst du jetzt an den Markt gehen. Du kannst eine Wettbewerbsanalyse machen, gucken, was deine Mitbewerber für Stundensätze aufrufen und ob diese 83 oder 42 Euro oder die Summen, die dazwischen herausfindest, wenn du sagst, du hast eine höhere Auslastungsquote, ob diese wettbewerbsfähig sind, ob die anderen wesentlich weniger nehmen oder mehr nehmen. Nehmen deine Mitbewerber nur 20 Euro, nun, da bist du zu teuer. Und die Frage ist, ob du mit deinem Marktauftritt, deinen Alleinstellungsmerkmalen, mit deinem symbolischen Kapital, mit einem doppelt so hohen Honorar an den Markt treten kannst. Haben aber die anderen alle 100 oder 200 Euro? Nun, da bist du eingeladen, das vielleicht als Markteintrittspreis zu nutzen und dich Zug um Zug aber an die Durchschnittswerte auch heranzuarbeiten. Bist du allerdings im Handel oder in der Produktion tätig, das heißt, du kaufst Produkte ein und verkaufst sie weiter oder kaufst Rohstoffe ein, bearbeitest die wie in der Gastronomie und machst daraus eine Pizza, verkaufst sie weiter, hast du einen anderen Ansatz. Dieser Ansatz sieht mich so aus, dass du eine gewisse Ausbringungsmenge hast, also die Anzahl der verkauften Produkte. Und hier ist natürlich interessant, wie hoch, was ist überhaupt die maximale Zahl der Produkte, der Pizzen, die du beispielsweise pro Stunde verkaufen kannst, der Gerichte oder was ist eine wahrscheinliche Zahl, die du im Online-Shop absetzen kannst. Das ist einerseits die Ausbringungsmenge. Und davon natürlich werden eine ganze Menge Kosten abgezogen. Das eine sind natürlich die proportionalen Kosten für den Wareneinsatz. Das bedeutet also, wenn du Pizzen verkaufst, brauchst du Teig, Tomate, Käse. Hast du andere Produkte, die du in China einkaufst, hast du also hier den Einsatz deiner Ware. Bitte vergiss aber nicht Shipping und die entsprechenden Steuern und Zölle. Das alles muss damit rein. Dann hast du in der Regel aber noch weitere verbundene Kosten,
Die können jetzt weitere variable Kosten sein oder Umsatzkosten sein, dass du beispielsweise ja auch die Produkte versenden musst oder dass du vielleicht eine Verpackung drumherum brauchst oder dass du vielleicht Lieferkosten hast, wenn du deine Pizza liefern lässt in einer Plastiktüte, in einer entsprechenden Pappkartonummantlung. Dann kommen natürlich da aufgesetzt die entsprechenden Personalkosten. Wenn du also Mitarbeiter einstellst, je erfolgreicher du wirst, desto mehr Mitarbeiter brauchst du. Hast du eine Gastronomie, brauchst du vielleicht sofort Mitarbeiter, um den Dienstplan in die Küche abzubilden. Und dann hast du die entsprechenden Fixkosten. Bedeutet also, du hast dann Miete, du hast Versicherung, du hast Energiekosten, du hast Stromkosten, Kommunikationskosten, Werbungskosten, Buchhaltungskosten. All das wird dann unter dem Bereich der Fixkosten abgebildet. Und wenn du dir das Kapital noch geliehen hast, egal ob es jetzt von Banken geliehen ist und du Zins und Tilgung bezahlst oder ob du es von Investoren hast, die dann auch ein Cashback, die auch dann Gelder und Anteile haben wollen. Auch dieser Kapitaldienst, den ich hier mit KD abkürze, der wird natürlich auch darauf geschlagen. Und dann ist es so, dass du dann noch die entsprechenden Taxes, also Steuern, noch mit einkalkulieren musst. Und das, was übrig bleibt, nun, das ist dann hier deine entsprechende Handelsspanne. Und diese Handelsspanne, wenn du jetzt sagst, du hast beispielsweise hier 50 Produkte verkauft, hier vielleicht 100, hier 500 und hier 1000, dann kannst du die ausrechnen, wenn diese Handelsspanne beispielsweise 5 Euro ist, multipliziert mit 1000 Produkten, dann kommst du natürlich auf einen entsprechenden Wert von 5000 Euro, die du dann zum Leben brauchst. Egal also, ob du deine Zeit verkaufst oder Produkte verkaufst, du kannst es berechnen und kalkulieren, was wahrscheinlich ist an der Auslastungsquote von Stunden, die du verkaufst oder an Produkten, die du an deinem Standort oder in deinem Shop verkaufst. Und du kannst dann ausrechnen, ob diese Preise, die du dann als Endverkaufspreis ermittelst, ob die wettbewerbsfähig sind. Ist deine Pizza mit 10 Euro tatsächlich wettbewerbsfähig, wenn die anderen Kosten 5 Euro betragen und du eine Handelsspanne hast von 5 Euro? Oder ist sie zu teuer? Dann gilt es, entweder den Standort zu wechseln oder das Produkt zu wechseln oder etwas Besonderes zu machen, was den Preis rechtfertigt. Du merkst also, dass um den Preis zu ermitteln, brauchst du mehrere Informationen. Du brauchst erstmal den Betrag, deinen Unternehmerlohn, wie viel du verdienen willst. Und dann brauchst du deine Zusammensetzung deiner Kosten, Kostenleistungsrechnung. Du brauchst die Anzahl der Auslastung, die überhaupt machbar und die wahrscheinlich ist. Und dann resultiert daraus ein Endpreis. Und mit diesem Endpreis musst du schließlich an den Markt treten, daran gucken und vergleichen, ob der wettbewerbsfähig ist, ob du viel zu hoch liegst oder ob du drunter liegst und den erhöhen kannst. Das lässt sich natürlich am besten machen mit einer Excel-Tabelle. Das lässt sich am besten machen vielleicht auch mit jemand, der dich begleitet, der die Erfahrungswerte schon hat. Deshalb lade ich dich ein, unseren Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, damit du dir ein Angebot geben lassen kannst, wie wir dir helfen können, wie viel es kostet. Denn im günstigsten Fall wirst du gefördert und hast mindestens 50 oder so eine 100%ige Kostenförderung. Gerne lade ich dich ein, auch unseren Kanal zu abonnieren oder uns weiter zu empfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.